Hallo Freunde und willkommen zurück zu Elden Ring, wo wir uns in der letzten Folge da vorne durch so ein ekelhaftes Feuermönchlager geprügelt haben und vor allem durch die Wächtergarnison, die ziemlich happig war. Wir laufen mittlerweile mal mit einem neuen Schild rum und ich bin versucht, mal eben zur Feste zurückzureisen und den zu verbessern. Denn ne, verbesserte Schilde. Klar, wir erhöhen den Schaden, wenn wir mit dem Schild angreifen, was wenig Sinn macht. Aber gleichzeitig verringern wir halt auch die Ausdauer, die es kostet, mit dem Schild was abzuwehren. Die Frage ist, was brauchen wir dafür? Schmiedesteine nur. Perfekt. Dann gehen wir mal kurz shoppen. Frag mich halt, wo seine Tochter hin ist. So, erstmal kaufen. Wir brauchen 2, 4 und 6, also 12 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen 11. Davon brauchen wir dann 9. Erstmal eben. Komm, wir gucken mal, was die Fürstenrune wert ist. 50.000? Okay, das wäre auf jeden Fall auch so mit den Runen, die wir alle komplett dabei haben, würden wir mindestens ein Level bekommen. Aber mir ist eigentlich gerade der verbesserte Schild wichtiger. Davon haben wir genug, davon haben wir auch genug. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal den Schild so weit aufwerten, wie wir können. Ich müsste eigentlich mal nachgucken, wo wir den nächsten Schmiedestein, Schürfer, Klangperlen herbekommen. Back already, no matter. Yep. Okay, nee, es verbessert den Abwehrbonus doch nicht. Mir fehlt ein Schmiedestein 2. Habe ich mich verzählt? Ah, ich glaube, ich habe nur 8 gekauft, ne? Ich bin doof. Och, Mann. Ach, nee. Ich hatte im Kopf, dass es auch den Abwehrbonus des Schilds verbessern. Aber scheinbar ist dem nicht so. Dann bringt das Verbessern des Schildes eigentlich wenig. Ich mache es jetzt trotzdem, weil wir es jetzt schon angefangen haben. Na, Konsequenz heißt halt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Back already, no matter. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht irgendwie was eine Waffe, die wir damit unbedingt verbessern wollen. Klar, wir könnten das Fingersiegel zum Beispiel verbessern. Aber da wir das eh nur sehr selten brauchen, kann ich bei dir noch was. Mal von euch hier irgendwie ein bisschen was noch verbessern. Nö. Brauchen wir alles nicht. Okay. Dann würde ich aber jetzt trotzdem noch eben mal gucken, was wir hier noch so alles an Runen rumfliegen haben. Ja, ich hätte es auch einfach beim Schmied verkaufen können. Das ist ja, glaube ich, 1 zu 1 Umrechnung. Aber hey. So, fehlt nicht mehr viel, ne? Na gut, fast 4000. Na komm, mal kurz hinsetzen. Stufenaufstieg.
nähern wir uns unserem Ziel von 50. Also unserem aktuellen Ziel. Und dann werde ich, denke ich mal, zum einen den Arkanenergiewert vielleicht noch ein bisschen hochpushen, aber vor allem halt Lebensenergie und Ausdauer. Weil ich merke, wir kriegen immer mehr aufs Maul. Und da die Gegner auch sich nicht zurückhalten werden, so irgendwie muss man da hochkommen. Ich sehe leider keinen Torrent-Stream, schade. So, die Frage ist, ist dieser Riese hier alleine? Schrägstrich. Ich glaube, das sind ja die Trolle, nicht die Riesen. Weil, wie gesagt, bei dem trifft Yeti auf jeden Fall ganz gut zu. Machst du jetzt hier einen auf Headless Ape, oder? Wir hatten gestern schon Sekiro. Nicht gestern, sondern in der letzten Folge schon Sekiro, aber... Der hat auf jeden Fall keine Lust, sich mit irgendeinem Bullshit abzugeben. Rolle ist immer noch zu langsam. Oho. Dass sie so ein fettes Schild, fettes Schwert parieren können, finde ich immer noch ein bisschen zu blocken. Finde ich immer noch ein bisschen. Ui. Ich weiß noch nicht, wie ich hochkomme. Der eine hat jetzt schon... Der wird ja nicht alleine sein. Also im Sinne von, da wird es ja noch mehr von geben. Der hat schon gut ausgeteilt. Da vorne... Ah ne, das ist glaube ich einfach nur, ja, das wird nur der Hintergrund sein. Der klimmert also der Erdenbaum. So, du hast kurioserweise keine roten Augen. Okay. Ist es normal, dass man sich hier so klein fühlt? Ich denke schon. Ich denke, das ist gewollt. Warum laufen da unten diese Hände rum? Das ist auf jeden Fall ein Grab. Jupp. Also ich sehe auch keine Möglichkeit, da jetzt runterzukommen, aber weil wir hätten, glaube ich, einfach einen anderen Weg gehen können, um runterzukommen. Yep. Ich habe glücklicherweise deinen Schatten gesehen. Das wäre sonst echt schlecht gewesen für mich. Oh. Voll ins Auge. Das ist ja nicht nett. Holy shit. So, die kleinen von diesen Händen sind nicht das Problem. Die großen sind halt eklig. Und da wir keinen Feuerschaden machen,
können wir die auch nicht kurzzeitig einfach handlungsunfähig machen. Wenn die aber so agiert, dann ist das okay. Mal gucken. Die Frage ist natürlich auch wieder, gibt es dann hier auch wieder welche, die sich im Boden eingebuddelt haben von diesen ekelhaften Viechern? Ich möchte fast drauf wetten. Na, kommst du her. Jetzt ist er Dunkelschmiedsteine. Nope. Okay, perfekt. Wir kriegen immer noch alles kaputt. Ich sehe bei denen zumindest auch keinen. Also, ich habe zumindest noch nicht gesehen, den Ring, mit dem die anderen gezaubert haben. Verdammt. Schade. Der Dunkelschmiedestein, oder vermutlich Dunkelschmiedestein, ist außer Reichweite für uns. Ärgerlich. Noch habe ich keine gesehen, die sich verbuddelt. Aber das heißt leider nicht, dass sie es nicht trotzdem tun. Sieht mir hier zu prädestiniert dafür aus. Ich sehe nirgendwo verdächtige Fingerspitzen rausragen. Da hinten ist noch so ein Yeti. Ja, ich werde die jetzt einfach Yeti nennen, weil sie sind haarig. Vor allem weiß behaart. Und ziemlich groß. Zumindest kriegen wir die normalen Hände wirklich mit einem normalen Angriff tot. Großen logisch nicht, aber... Na, guck mal, da sind sie. Ich hab's doch gesagt. Ach, doppelter Hinterhalt. Da läuft. Kommst du da nicht durch, oder wie? Dann ist das ein echt schlechter Hinterhalt, Kumpel. Wie hat das nicht getroffen? Aufs Handgelenk. Okay. Hat sich jetzt effektiv noch nicht mal zu groß gelohnt. Also, klar, die Dunkelschmiedesteine nehme ich. Aber auch hier ist jetzt eher so... Ja, brauchen wir halt nicht. Also gerade halt nicht wirklich, ne?
keine Lust, oder? Ich kann das noch ein paar Mal machen, ne? Also so ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo ich mich dazu entschlossen habe, zu agieren, macht das selber was. Okay, ein einfacher Stich reicht doch nicht. Gehen wir den Yeti erstmal besuchen. Na komm, wir haben jetzt gerade eh hier alles aufgeräumt, dann gehen wir erstmal den Yeti besuchen. Verdient. Noch den. Aber ich muss sagen, doch, wenn ich so drüber nachdenke, ein bisschen was erkennt man schon von dem Headless Ape aus Sekiro in den Typen wieder. Nicht nur, weil er mit einem riesigen Schwert rumfuchtelt, während er ziemlich behaart ist. Toll. Drei oder viermal zwischen seinen Beinen durchgestochen, ne? Das ist schon bitter. Was hat uns das jetzt gebracht? Außer Zeitverschwendung. Ein paar Runen. Der Krieg gegen die Riesen. Die Helden ziehen in die Schlacht. Der Verrat der Trolle. Das Feuer erlischt. Das Zeitalter des Erdenbaums beginnt. Die Frage ist, wen haben die Riesen, die Trolle verraten? Hm. Okay. Gucken wir uns mal da hinten das Heldengrab an, würde ich sagen, ne? Viel anderes ist ja jetzt hier nicht mehr. Hallo. Wer liegt denn hier? Entschuldigung. Vor allem, was erwartet uns hier? Wieder die Dings? Oder also diese Streitwagen? Oder eher nicht so? Grab des heroischen Riesentöters. Gibt es irgendwie eine besondere Waffe gegen Riesen? So ein Stormruler oder so? Wäre ganz nice. Erstmal. Ja, braucht nur einen Steinschwertschlüssel, komm. Haben wir in der letzten Folge mal einen gefunden. Können wir den hier einsetzen. Kein Hinterhalt? Okay, Flamme beschützt mich. Wahrscheinlich erhöht das einfach unsere
Also, vielleicht erhöht es auch weitere Schadensresistenzen, aber ich denke mal vor allem die Resistenz gegen Feuerschaden. Hier scheinen sich die Flammenmenschen herumzutreiben. Fast komplett. Fast. Aber zumindest hast du dich bemüht. Muss sagen, ich hatte vor so vielen Gegnern in diesem Spiel also gerade am Anfang halt noch wesentlich mehr Angst. Oh. Das war was Neues. Dass du nicht am Ende eines Dungeons auf mich wartest, sondern mittendrin. Ist das ein Lightning-Bug? Was soll das so aussehen? Wieso ist mein Blitz einfach durch ihn durchgegangen? Das ist nicht nett. Oh nö, mein Blitz geht einfach durch ihn durch. Okay. Hat das was mit diesem Ding hier oben zu tun? Die Antwort lautet ja. Okay, das war das, was ich erwartet habe. So, kommst du mal her? Jetzt machen wir zumindest Schaden. Das hat jetzt nicht unbedingt die optimale Waffe irgendwie. Aber sie tut ihren Dienst. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Au. Langsam und auf Nummer sicher gehend. Okay, da hinten ist wieder so ein komischer Pfahl, der Feuer spuckt. Gut, dass wir einen Bogen dabei haben. Lass mal gucken. Taucht hier eine Krabbe auf. Ne, einfach nur zwei von euch, denen ich nichts kann. Also bitte mitkommen. Na kommt. Aber. Perfekt. Die Frage ist, ob es noch mehr. Dankeschön. Ach so. Das ist ja verarsche.
Ob es noch mehr Dingens gibt, die wir zurücklocken müssen. Gut, dass du nicht ziehen kannst. Oh. Schickes Schwert. Die Variante mit Schwert haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Perfekt. Ganz doofe Idee. Hey. Es ist ja ein, ohne Ausdauer kämpft sich echt beschissen. So. Ich denke nicht, dass du mit dir reden lässt, aber hey. Noch was, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Apropos Schlüssel, irgendwann muss ich auch echt mal dran denken, wieder in das erste Gebiet zurückzugehen. So ganz am Anfang, wo wir ja... Na gut, hier ist ein Loch, wo wir runter können. Ah, okay, und damit kommen wir dann... Ist die Frage, ob das was bringt, die wieder hochzuholen. Ich hab's genau gesehen da hinten. Ihr seid mehr als ich dachte. Ja, die können auch einfach durch uns durch. Das ist natürlich nicht so cool. Die Frage ist, wie weit folgt ihr mir? Nicht so weit, wa? Doch. Na dann komm mal mit. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Komm noch ein Stückchen. Ah. Hey. Ich kann sagen, jetzt mach hier nicht schlapp. Nicht kurz vorm Ende aufhören. Ich frage mich natürlich, ob es weiter drinnen auch noch was davon gibt. Na komm. Kann sich dann nur um Stunden handeln. Ist, dass wir halt auch den Großen dann hier hinlocken müssen. Gefällt mir nicht so unbedingt die Aussicht, aber hey. Noch mehr? Ja. Schädelkerzenständer, okay. Ah. Witzig.
Gut, ja, muss man sagen, die Dingens konnte man als, hier diesen Lichtstrahl konnte man als Hinweis verstehen. Den hier. Aber naja, hat ja auch funktioniert. Wenn auch anders als gedacht. Ich hole das Ding trotzdem mal wieder hoch. Und laufen. Okay, ich dachte nicht, dass die Flamme so weit reicht. Ich befürchte, dass wir noch mehr. Okay, nee, es gibt noch einen Aufzug. Ich hätte gedacht, dass wir noch mehr von den Viechern da in den Kreis locken müssen. Dieses Siegel. Das ist ein großes Tor. Das macht mich nicht so ganz optimistisch. Aber was anderes bleibt mir halt leider gerade auch nicht über. Also, hey, ziehen wir den Hebel. Jo. Genau. Und wo ist jetzt das Siegel? Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nichts tun? Zu einfach. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Hätte ich irgendwo aus diesem Aufzug aussteigen können? Hier kommen wir nicht hoch. Ich rechne immer noch, dass hier irgendwo eine versteckte Wand ist, die man finden muss. Oder ich muss da halt einfach runter. Aber ich weiß halt nicht, ob das so gut für mich endet. Ja, da unten ist auf jeden Fall so ein Prälat. Beschwören kann ich hier nichts. Geht noch tiefer, na toll. Was ist hier? Hier geht
geht's auch tiefer, aber zumindest gibt es hier eine Leiter. Ich werde es vielleicht bereuen, aber hey. Das war leider zu erwarten. Die Frage ist, respawn diese komischen Viecher? Dass du wieder da bist, das ist ja jetzt nichts Überraschendes. Flasche. Ich sollte echt mal darauf achten, dass ich die richtigen Flaschen ausgerüstet habe, wenn ich trinken will. Na toll. Jetzt wieder wir beide. Ich wusste nicht, dass man das bei denen machen kann. Aber gut. Wieder was gelernt, ist doch schön. Fährst du wieder hoch, zu runter, genau. Wie auch immer der mich nicht erwischt hat. Also ich meine, ich stand genau vor ihm und er hat gerade nach unten geschlagen. Dann muss ich ja nicht mehr nach oben. Das kann ich entsprechend ignorieren, aber wir müssen wieder runter, das heißt, ich muss erstmal einen Aufzug holen. Toll. Ich habe den Typen komplett vergessen. Och, Menü. Außerdem, warum gibt es im Grab des heroischen Riesentöters einen Troll? Irgendwie finde ich das merkwürdig. Schön Feuer. Mach
machst du sehr gut. Dann das Problem hier wieder. Der war leider zu schnell raus. Oh, Ausdauer. Was mit dir? So, dann den Typen mit dem Schild. Einmal Tango tanzen. Wobei, nee, Tango ist der falsche Tanz. Ich meine, ich wüsste generell keinen Tanz, wo man groß um seinen Tanzpartner drumherum tanzt. Aber ich bin auch kein Tanzexperte. Man könnte vielleicht mit hier Rockabilly bzw. Rock'n'Roll argumentieren. So nach dem Motto, okay, wir wirbeln uns umeinander rum. Und ich weiß nicht, ob man Wrestling, gerade mexikanisches Wrestling, als Tanz bezeichnen möchte. Ich würde davon abraten. So. Vielen Dank für diese wertvollen Schmetterlinge. Irgendwie muss man da hochkommen. Bin ich sehr davon überzeugt. Ich hätte halt gerne die Items, die der Typ bewacht, ne? Jedes Mal ist gleich mit dir. Hier halten wir fest. Sein dicker Hammer schon fliegt. Der letzte war jetzt verschwendet. Da hätten wir auch. Das ist nett.
Da hätten wir auch einfach mal auf Pfeil und Bogen wechseln können für, aber hey. So, machen wir uns weiter auf nach unten. Dein Scheiß Ernst. Okay, ne? Die Viecher sind nicht so schnell, das heißt, man kann vor denen wegkommen. Hier ist auf jeden Fall ein Aufzug, zu dem ich aber leider keinen Dings finde. Keinen Hebel. Ich habe doch mein Schild benutzt. Okay, ich gehe einfach wieder. Das ist wahrscheinlich das, wo wir sonst rausgekommen wären. Aber sonst habe ich auch nichts gesehen, wo ich sonst lang könnte. Ja, das ist halt der. Der droppt uns jetzt hier einfach runter. Hier hinten ist, glaube ich, nichts. Gut, dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Und ich guck mal, wie wir hier wieder rauskommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich weiß, wie wir hier wieder rauskommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich sollte mal aus dem Skelett rausgehen, das führt zu komischen Beinzuckungen. Bis Samstag. Ciao, Freunde.